Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen. Wir sind jetzt wieder zurück bei der Formel 1 2022. Wollen jetzt einmal gucken, ja, dass wir uns in Barcelona vorbereiten auf das Rennwochenende. Bevor ich das aber mache, sieht man das auch rechts, abgenutzte Komponenten. Wir haben scheinbar Sachen drinne oder mechanische Teile, Motoren, je nachdem, was wir da haben, die nicht mehr auf dem besten Zustand sind, und da bin ich am Überlegen, ob wir vielleicht die Getriebe austauschen oder erwartete Lebensdauer 30 Runden noch. Ich denke mal, wir nehmen das für ein Training, nehmen wir das mit. Ja. So werden wir das machen. Wir lassen das erst einmal so. Hier, das ist auch schon 59% gut abgenutzt. 84%, also der macht wirklich nicht mehr lange. Wir fahren damit auf jeden Fall noch das Rennen, also nicht das Rennen, sondern das Training. Und dann schauen wir mal. Das wird so der Plan sein. Und dann im Qualifying wechsle ich dann den Motor. Das kann man ja, denke ich mal, auch zwischendurch machen. Wir fahren den mal richtig runter beim Training und dann schauen wir mal. Hoffe, dass das kein Fehler ist. So, dann wollen wir mal schauen. Training in Barcelona geht los. Wir lesen mal kurz die Nachrichten. Ich habe den überlegen. Okay, das sind wieder die Implementierungs-Updates abgeschlossen, gescheitert. Okay, wenigstens haben wir eine Sache zumindest bei den Radkappen. Hatten wir wenigstens Erfolg. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten nochmal direkt. Mehr gibt es auch nicht, glaube ich. Rivalität sieht wieder ganz gut aus. Also da sind wir wirklich gut weit vor Vettel. Er ist hier unser Rivale. Stufe 4 Anerkennung haben wir, weil wir ihn so gut schlagen wahrscheinlich. Aerodynamik. Das hatte ich alles schon gemacht in der letzten Folge. Das ist alles gut. Hier haben wir sowieso nicht genug Punkte. Wir machen jetzt erstmal mit dem Training weiter. Genau, die Steuerung muss ich nochmal umändern. So, ja, da soll nochmal Regen kommen im Training 3, aber wir machen jetzt erstmal Training 1. Den Rest werde ich vielleicht sowieso simulieren. Ich will erstmal die Strecke kennenlernen, gucken, wie die ist in Barcelona. Formel 1 Pirelli Gran Premio de Barcelona. Mal schauen, wie die Strecke hier wird. In Italien, die Strecke war sehr entspannt. Australien fand ich bis jetzt auch sehr gut. Für mich zumindest, ist ja auch Geschmackssache. USA fand ich jetzt im letzten Video wirklich sehr, sehr schwierig. Muss ich ganz ehrlich gestehen, wie Saudi-Arabien, sehr ähnlich, also mit den vielen Kurven. Wartet mal, ich muss erst mal gucken. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht Trainingsprogramm. werden. Ich schaffe 5 Kugeln in Folge, fahre sauber durch einen Sektor. Das können wir eigentlich machen, ne? Wir machen das mal. Schauen wir mal. Wir fahren mal ganz normal raus. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch, also nimm dir ein paar Fliegende Runden, um die Runde Reifen auf Temperatur zu bringen und ein haben Gefühl wir für ja die schon Strecke zu mal bekommen. ganz oft gemacht. Jetzt können wir auch mal ganz normal rausfahren. So, jetzt fahren wir mal raus, Leute. Schauen wir mal, wie das wird. Ich bin echt mal gespannt. Jetzt müssen wir auch schon direkt bremsen, okay? Boah, der Wagen lässt sich ja mal richtig gut steuern. Okay, hier ist Jack. Sehr sanft. Verursacht unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuch es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Okay. Ja, fürs Training verwende ich jetzt dieses Getriebe. Und dann werde ich, wenn ich im Rennen bin, selbstverständlich und im Qualifying natürlich, dann die ganz frischen Motor nehmen. Weiß nicht, ob man die mal einfahren sollte, den Motor, oder ob man gleich so von 0%, also nagelneu quasi ins Rennen fahren sollte. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Vielleicht sollte ich den mal bald benutzen. Zumindest beim Qualifying schon mal anfangen damit. Auf jeden Fall da. So, dann fahren wir mal. Ganz entspannt. Also ich merke wirklich, von Rennen zu Rennen wird das Auto immer besser und besser. Hier merkt man das auch wieder einmal richtig gut. So ein paar Updates, was das bringt.
was das alles so bringen kann, da, das ist der Wahnsinn. Denkt man gar nicht, hätte ich nicht gedacht. Ein paar kleine Updates und der Wagen ist viel geschmeidiger in der Kurve. Was ich echt sehr, sehr cool finde. Durch das Radcup-Update, was wir bekommen haben, ist der Wagen irgendwie sehr viel angenehmer zu steuern. Jetzt brauche ich nur ein bisschen Power noch, dass wir ein bisschen schneller werden noch mit unserem Fahrzeug. Das wäre noch sehr cool. Oh, den habe ich verpasst, schade. Okay. Ah. Ist halt schwierig, gleichzeitig das nehmen und die anderen Sachen noch mitnehmen. Und um die Kurve fahren. Die Markierungen da, alles. Das ist wirklich nicht leicht, Leute. Boah, aber das wird immer besser, habe ich das Gefühl. Mit uns hier. Mach dich bereit, gleich kommst du in eine DRS-Zone. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Okay. Das war schlecht. Die sind auf jeden Fall deutlich wendiger unterwegs. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Gefällt mir richtig gut, das Fahrzeug. Zieht auch ganz gut durch. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Auf jeden Fall mit in der Kurve liegt er sehr gut. Denk dran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber wir werden tatsächlich immer besser. Ah! Haben wir nicht bekommen. Schade. Zu langsam. Wir müssen auch eine bestimmte Geschwindigkeit fahren, weil sonst bekommen wir die Punkte nicht, Leute. Oder es zählt dann halt nicht, ne? Jetzt ist blau, das zählt halt. Wenn wir zu langsam sind, ist das ja rot. DRS ist aktiv oder war aktiv. Gut um die Kurve gekommen. Das wird immer besser mit uns. Wirklich. Ich bin überrascht von mir selber. Ja, irgendwann. Ach, wollte schon sagen. Ah, Mist, den haben wir jetzt verpasst. Und den auch hier. Ah, war nicht besser die Runde. Das ist die letzte Runde. Doch, tatsächlich. Die letzte Runde des Programms. Letzte Runde, da muss man ein bisschen was reißen. Ah, zu langsam wieder. Boah, Leute, so schnell um die Kurve, das ist schon der Wahnsinn. Mit 250 fast. Ach du meine Güte. So schnell um die Kurve, das ist schon der Wahnsinn. Was für ein Power diese Fahrzeuge haben. Das habe ich verkackt. Das habe ich wirklich schlecht gemacht. Da will ich jetzt auch nicht immer sofort Wiederholung machen für sowas. Im Rennen benutze ich das ja schon oft genug, also falls jemand sich fragt, warum ich nicht die Wiederholung mache, ist dann auch irgendwann zu viel, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen einen Ansporn haben, besser zu werden, ne? Immer diese Wiederholung, zumindest beim Training kann man das mal lassen. Es sei denn, man crasht oder so, ne? Dann ist das was anderes, aber so. Ich hoffe, im Rennen selber werden wir die Kurven hier nicht schneiden. Das passiert immer doch noch gerne, aber mal schauen. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Das sind annehmbare Daten, allerdings weit entfernt vom Optimalzustand. Ah, das muss noch besser werden, auf jeden Fall. Nochmal zu versuchen.
Jetzt überlege ich, ob ich es nochmal mache und später simuliere, weil wir haben noch 21 Minuten Zeit. Wir könnten eigentlich nochmal eine Runde fahren, um die Strecke noch ein bisschen kennenzulernen. Wollen wir das mal machen? Wir könnten auch das machen. Oder wir gehen. Mensch, was drücke ich denn? Auf EAS Management. Fahre eine Runde, ohne von der Strecke abzukommen. Fahre schnell durch Kurven und erreiche wettbewerbsfähige Kurvengeschwindigkeiten. Bleib eine ganze Runde lang nicht mehr als 2 Meter von der Ideallinie entfernt. Wollen wir das machen? Oder wir simulieren das. Aber ich mache noch, glaube ich, einmal das hier, weil die Zeit haben wir jetzt. Wir machen fliegende Runde. Wir haben jetzt die Zeit. Dementsprechend machen wir das jetzt auch mal so. 21 Minuten, da geht noch ein bisschen was. Ein Bei Training diesem Programm machen wir mal benutzt selber ihr und die erst zwei Management. anderen Dein simuliere ich. Ziel ist es, die Batterie im Laufe einer Runde effizient einzusetzen und die Zielzeit zu erreichen. Mit der Überholtaste wird die Batterie zwar schnell geleert, aber dafür sorgt sie für maximale Leistung. Okay, Überholtaste. Das muss ich nochmal identifizieren, diese Tasten. Habe ich immer noch nicht rausgefunden. Ist ja auch vieles automatisch eingestellt bei mir. Gerade als Anfänger. Boah, Leute, hier ziehen wir richtig durch. Hohe Kurvengeschwindigkeit wollen wir haben. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Das war überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Mal gucken. So, das war okay, denke ich. Nicht gut, aber okay. Muss mich ein bisschen konzentrieren, Leute, wenn ich nicht viel rede. Wisst ihr Bescheid? Ich will das halt doch ein bisschen vernünftig hier über die Bühne bringen. Boah, das war eine sehr gute Kurve, ich finde. Ah, es war nicht schön, aber okay. Hohe Kurvengeschwindigkeiten, das ist so das Ziel. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Sehr schön. Also komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen. Das war's schon? Haben wir das komplett gelöst? Ich mach fahr noch mal eine Runde, weil die Ideallinie, das haben wir noch nicht gelöst, glaube ich. Ah, sehr gute Daten haben wir bekommen, also. Exzellente, sagte er. Das hört sich natürlich immer richtig gut an. Wir sollten jetzt schon in die Garage zurückfahren. Normalerweise sollen wir das doch nie machen. Was mich wirklich sehr, sehr wundert. Hat er noch nie gesagt, der Teamchef. Wir werden aber auch immer besser von der Zeit her. Wenn wir jetzt noch den frischen. Das frische. Die frische. Das frische, die frische. Das Getriebe bekommen. Ja. Den frischen, dann. Wird das schon ordentlich abgehen, glaube ich. Das war nicht sehr gut, aber trotzdem eine Sekunde fast. Ah, nicht ganz. Jetzt haben wir ein bisschen am Ende Okay, die verkackt. Zeit der letzten Runde war 1:27,4. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal in die Garage. Er sagte ja sowieso, wir haben genug Daten. Ich will jetzt einmal ganz kurz gucken, wie es da ausschaut. Wir haben noch 13 Minuten Zeit, Leute. Ich würde sagen, wir machen die Zeit erstmal ein bisschen vor. Den Rest machen wir dann mit dem Simulator wieder. Simulieren den Rest.
ein bisschen was konnten wir fahren, haben die Strecke mal kennengelernt. Das ist ja schon gar nicht so verkehrt. Die Strecke gefällt mir eigentlich. Wir müssen auf jeden Fall die Getriebe austauschen beim Qualifying, dass die schon mal reinfahren, eingefahren werden und dann im Rennen selber schauen wir dann mal, ob die dann auf Betriebstemperatur dann eingefahren sind. Ihr wisst schon, wie ich meine. Die müssen ja auch ein bisschen eingefahren werden. Stufe 12, sehr, sehr gut. Weiter geht's. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere 9. Platz, noch gar nicht so schlecht. Leclerc, Hamilton, immer noch über Sebastian Vettel und seinen Rivalen. Was für quasi eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist noch lange nicht zu Ende. Also ich finde das echt schon cool, dass wir hier in Spanien wieder so eine sehr gute Strecke haben, die wir wahrscheinlich gut meistern könnten. Schauen wir mal. Das wird simuliert. Schauen wir mal, was wir da nehmen. Rennstrategie. Ja, das kann der Simulator mal übernehmen hier. 100%ige Chance, das nehmen wir doch mal direkt mit. Aber dauert auch richtig lange, ne? So, damit das erledigt. Dann die 75 Punkte wollen wir natürlich auch mitnehmen. 70. Oh, das reicht doch nicht mal die Zeit dafür, okay. 50%. Das wird ja im Leben nichts. Ich guck mal was anderes hier. 70%. 70. Heckantrieb. Wir können das mal nehmen. Sehr gut. Das haben wir auch geschafft. Alle Ziele dieses Trainingsprogramms wurden erreicht. Sehr, sehr gut. Dann haben wir nur noch die beiden. Hier 70%. Reicht die Zeit aber nicht. Ah, okay. Haben wir was Kurzes denn hier? Nee, leider nicht. Reicht nicht. Wir müssen die Zeit vorspulen dann. Bringt ja nichts. Aber wenigstens haben wir schon das meiste quasi schon geschafft. Jetzt wollen wir mal gucken. Training Nummer 3. Das wird dann automatisch weitergemacht. Okay. Na, die Zeit reicht ja sonst auch nicht. So, zum schnellen Training. Hier nehmen wir einmal, hier haben wir noch nicht so viel gemacht. Erfolgschance 70%. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hoffe, bitte. War ja irgendwie klar. Ja, wir müssen es nochmal nehmen. Nützt ja nichts. Ich hoffe, jetzt klappt es aber mal. Ja, immerhin. Aber ärgerlich. Ist wirklich ärgerlich, dass es... Hier haben wir alles. Hier hätten wir für nichts auch Zeit. 3 Minuten 30. Ach, das wäre knapp gewesen. Naja, dann lassen wir das so. Ja, Leute, damit haben wir auch das Training auch hier in Spanien abgeschlossen. Hier haben wir nochmal die Punkteverteilung für unser Team. Für mich, also für unseren Hauptfahrer und für unseren Teamkollegen Pocher. Aha, jetzt habe ich es verstanden, Leute, wie das funktioniert. Diese Sachen, die wir beim Training einfahren, das sorgt dafür, dass die Punkte für die Erforschung dieser Upgrades billiger werden. Die Ressourcenpunkte, die wir brauchen. Jetzt habe ich es verstanden, wie das hier genau funktioniert. So, jetzt sollte auch das Blitzqualifying bald losgehen, Leute. Ich würde sagen, erst einmal, wir machen hier Feierabend. Na, in der nächsten Folge fahren wir dann mal das Qualifying. Wir checken nochmal die Nachrichten hier. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge fahren wir auf jeden Fall das Qualifying. Und angesichts der vielen Runden, die wir bei den Tests gedreht haben, weiß ich vermutlich schon alles Wichtige für diese Strecke, oder? Aber trotzdem will ich jetzt nicht versäumen, die Kurven 7 zu erwähnen. Ja, ja, ist ja gut, das schaffen wir schon. Erforschung läuft ja. Wenn mir nicht täuscht, ist nicht genug Punkte, war ja das Problem da. Das könnten wir. Ne, das wird gerade erforscht. Okay, ne, wir lassen mal. Das wird ja eh alles noch da erforscht. Ich glaube nicht, dass da was Neues dazukommt. So, hier. Getriebe müssen wir austauschen. Getriebe Nummer 2. Komponente anwenden. Okay. Getriebe Nummer 2 ist drin. Können wir mit dem Essen was machen?
Wir nehmen Getriebe Nummer 2 natürlich, dann Motor. Ich denke mal, ich werde hier diesen Motor auch austauschen gegen einen guten und diese gelblich, also nicht mehr die ganz auf dem schönsten Stand, die grünlichen, die verwende ich für, also diese schlechten halt, die abgenutzten, für Training und die grünen, die frischen dann für das Rennen und für das Qualifying, ne? Das ist ja... Gibt es keine Strafe, okay, machen wir. Eingebaut. Motor gewechselt. Das ist noch relativ in Ordnung, denke ich. Das ist auch ganz okay, denke ich. Ne? Aber obwohl, das ist auch schon 59%. Ne? Man könnte sagen, man geht hier komplett auf das zweite. Keine Strafe, das ist gut. Energiespeicher. Ist auch schon 41%. Ich würde sagen, wir nehmen das auch mal für das Rennen selber. Turbolader ist 58%. Da gehen wir auch auf frisch. Steuerelektronik 16%. Die können drin sein. Die können drin bleiben. Okay, so machen wir das. Das ist unsere Ausstattung hier. Hier ist ja so 36%. Deswegen ist das nicht so schlimm. Wie sieht das mit Reifen aus? Wir schauen uns das mal an. Hier weiß ich gar nicht, wie ich das immer mal einstellen kann. Naja, lassen wir erstmal so. Leute, ich würde sagen, wir machen erst einmal Schluss. Einen frischen Motor haben wir eingebaut für das Qualifying. Und ja, komplette Komponente. Ein paar Sachen haben wir ausgelassen, aber wir haben die optimale Voraussetzung, denke ich. Ich würde sagen, wir machen hier erst einmal Feierabend und machen in der nächsten Folge das Qualifying und das Rennen. Ja. Danke fürs Zuschauen und Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!